Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Revelio. Professor Sharps Aufgabe 1. Professor Sharp möchte, dass ich mich teste, während ich unter dem Einfluss von sowohl Maxima als auch Erdurus-Tränken stehe. Er möchte auch, dass ich einen Fokustrank mitnehme. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei J. Pippins Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Die könnte man auch selber herstellen, oder? Beschaffe und teste einen Fokustrank und beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus und teste sie zeitgleich. Also Maxima und Edurus zeitgleich ausprobieren. Ist halt schwierig. Ja, gut. Wo gehen wir rein hier? Also hier rein, oder? Ja, J. Pippins Zaubertränke, da reißen wir jetzt mal hin. Und ja, schauen wir uns mal ein paar Rezepte an, die wir da vielleicht kaufen können. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich glaube, ich habe hier wieder irgendeine Kette markiert. Ich muss mal meine Markierung ausschalten. Das verwirrt mich ein bisschen. So, wo war denn der Zaubertrankladen? Ja. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Mhm. Kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Also, der Fokustrank, der kostet 1200, gibt es ja auch in fertig. Ja, der kostet 500. Irgendwie eigentlich ein Schnäppchen, hm? Weil ich würde da lieber, na gut, hier kann man halt 1000 Tränke halt damit brauen, ne? Ich kaufe einfach mal. Eine weise Entscheidung, vielen Dank. Dann haben wir den Donnergebräu, Unsichtbarkeitstrank und Maxima-Trank. Ich glaube, die Maxima brauchen wir auch, ne? Aber hier kann man doch jetzt einen Fokustrank gleich kaufen. Eduris-Trank haben wir ja auch. Und Maxima. Wollen wir das nicht gleich kaufen? Ich meine, die können wir auch herstellen. Aber schneller geht's natürlich. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Wenn man kein Geld hat, dann muss man es auf jeden Fall herstellen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, okay. Rezepte sind eingekauft. Zumindest für die zwei. Ich glaube, den Edurus haben wir ja schon generell kennengelernt, mal durch Zaubertrankunterricht. Wie ich mich noch erinnern kann. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Den werden wir jetzt mal austesten. Ich weiß noch bloß noch nicht, wie man die Tränke macht. Also hier anscheinend, da wo man den chinesischen Kaukohl immer ausgerüstet haben, hier geht jetzt auch einen Fokustrank. Was macht der eigentlich? Reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche des Trinkenden. Oha, das ist ja eigentlich auch cool. Jetzt kann man bestimmt ordentlich. Incendio. Boah, das ist krass, ne? Also, Incendio ohne. Incendio ohne Abklingzeit, ne? Also, das ist schon mega mächtig. Also, das finde ich gerade so bei großen Kämpfen schon ziemlich cool. So, jetzt wollen wir Maxima und Edurus gleichzeitig testen. Was ist Maxima eigentlich? Erhöht den Schadenzauber des Trinkenden für kurze Zeit rein. Und dann soll man Edurus, ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er mit dauerhaften Steinhaut bedeckt wird. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir das, ne? Also so sieht das aus, ja. Dass man, kann man schön Schaden einstecken und man kann Schaden austeilen. Aber wie ihr seht hier, ne, das ist nur für eine kurze Zeit. Das muss wohl überlegt sein. Solche Aktionen, also gerade so bei größeren Kämpfen, denke ich mal, macht das erst sinnvoll. Ja, dann war es das ja schon mit Professor Sharps Aufgabe 1. Also man hätte auch die Tränke natürlich herstellen können. Tja, habe ich nicht gemacht. Und wir gehen jetzt hier in der Nähe von Unterrichtsraum Wahrsagen? Nee. Wir müssen auf jeden Fall da in der Nähe rein.
Wir reisen mal. Lasse den Stream nebenbei laufen, um mir die Zeit bis AC Mirage zu vertreiben, habe ich... Fledermausmilzpulver vielleicht. Achso, du hast Assassin's Creed Black Flag gestartet, um Assassin's Creed Mirage die Zeit bis dahin zu vertreiben. Das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn du jetzt meinen Stream so lange schauen möchtest, wie Assassin's Creed Mirage noch nicht draußen ist. Das dauert ja ein bisschen, also bisher gibt es ja noch keinen Termin, glaube ich. Bisher noch nichts gehört. Ja. Wir können ja mal die Zeit beschleunigen, ja. Das gab es ja auch, dieses tolle Feature. Da können wir in die Karte rein und warten klicken. Und dann ist es auch wieder tags. Tags macht es eh viel mehr Spaß, in Hogwarts rumzulaufen. Weil einfach so menschenleeres Hogwarts ist halt auch nicht irgendwie so geil. So, jetzt müssen wir ja wahrscheinlich gleich den Zauber lernen. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Welche Aufgaben? Ich glaube, die Aufgabe, die er uns gestellt hat, ne? Die haben wir natürlich, haben wir sie selber gebraut. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Okay, los geht's. Viereck, X, Dreieck. Bisher der tastenreichste Zauber. Depulso. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Also Depulso, man hat's gehört, ist so ein Schleuderzauber. Professor Sharps Aufgabe 1 war das jetzt. Wir werden aber noch mal schnell den Zauber austesten. Können wir ja gleich hier reinmachen, oder? Die Pulso ist ja auch so eine lilanes Ding. Also ist, irgendwas hat das immer hier, ne? Ranholen, Kraft und Wegschieben. Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Kann man vielleicht auch einen Gegner dann von der Klippe dann wegschleudern? Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zwecke. Probier mal aus. Also, gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Nein. Aber warum freut er sich, dass wir jetzt Depulso lernen, obwohl der ja doch voll hat... Wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Weil er ja doch eher mehr auf Zaubertränke ist, ne? Aber er findet es auch gut, dass ich seine Klassenbücher hier versuche wegzuschleudern. Das ist unsere eigene Tränkestation. Hier hätte man das auch brauen können, ne? Wir haben ja jetzt das Rezept, also das Eduos-Rezept hatten wir ja schon. Aber da hätte man ja Eier einer Aschwinderin und Straßenköterfell gebraucht. Maximal hätte man schon alles gehabt. Blutegelsaft und Spinnenfangzahn. Also Blutegel findet man eigentlich so ein bisschen außerhalb Hogwarts, wo so ein bisschen eine See ist. Spinnenfangzahn natürlich eher mehr im Wald, wo die Spinnen da auch hocken. Verbotenen Wald eher so in der Richtung Fokustrank, Florfliegen. Ja, das sind ja so in irgendwelchen Sträuchern drin, auch so ein bisschen außerhalb von Hogwarts. Und Flussgrasstamm und Sumpfkraft. Kraft, was? Sumpf, Kratlerzunge? Das klingt ja eher so, ne? Flussig-sumpfig.